Freunde, darauf haben wir gewartet. Final Fantasy VII Demo ist online und ihr könnt es kostenlos zocken. Und das Coolste daran ist, dass ihr diesen Spielstand dann im Originalspiel überspringen könnt und quasi diese Szene, die ihr schon gespielt habt, skippen könnt. Das ist natürlich mega und als echter Final Fantasy VII Veteran und Fan habe ich natürlich die komplette Demo durchforstet und alles rausgefunden, was man so finden kann. Und deswegen präsentiere ich euch heute ein paar Dinge, die ihr vielleicht in der Demo verpasst haben könntet. Also Freunde, pusht auf jeden Fall mal das Däumchen nach oben, lasst auch ein Abo da, denn es wird bald noch viel, viel mehr Final Fantasy VII Guides bei mir im Kanal geben. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann solltet ihr unbedingt hier ein Abo dalassen, denn ich werde euch immer zur neuesten Infos informieren und natürlich die coolsten Guides zu Final Fantasy VII raushauen. Und die Demo verspricht uns wirklich schon richtig viel, muss man sagen. Und zwar gibt es da so ein paar Sachen, die man hier wirklich schon rausfinden kann, die auch so ein kleiner Spoiler für das echte Spiel sind. Auf jeden Fall bin ich wirklich durch jede Gasse und jede Ecke gelaufen, um alle möglichen Dinge rauszufinden, die wir vielleicht verpasst haben könnten, und habe wirklich alles aufgesogen. Zumal habe ich alle Kisten gesammelt und Materien, aber auch coole Story-Inhalte gefunden, und die gibt's jetzt direkt auf die Ohren. In der Demo kommen wir zurück nach Nibelheim, und das ist natürlich die Heimat von Cloud und Tifa, wie wir sie schon aus den alten Stories kennen. Und das Coole ist, dass man in Nibelheim tatsächlich noch ein paar mehr Sachen meiner Meinung nach machen kann, oder ich erinnere mich einfach nicht mehr so gut an Nibelheim. Denn das Coole ist, und das hatte ich persönlich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir dort auch eine kleine Geschichte übers Clouds Haus und seine Mutter bekommen. Und das Lustige dabei finde ich eigentlich, dass Clouds Mutter Claudia heißt. Das fand ich persönlich schon ziemlich witzig und habe es überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Und ja, da können wir nämlich kurz einen Blick in Clouds Haus werfen und eben auch seine Mutter Claudia sehen. Und das solltet ihr am Anfang auf jeden Fall mal machen. Denn es gibt hier so eine kleine Trigger-Cutscene, die nur getriggert wird, wenn ihr die Sachen in der richtigen Reihenfolge macht. Also eben in Clouds Haus reingehen und noch nicht sofort in alle anderen Häuser reingehen, da sonst eine gewisse Cutscene nicht kommt. Nämlich, wenn ihr dann aus Clouds Haus raus seid, dann solltet ihr zuerst auf jeden Fall mal hier in das Nidhogg Hotel reingehen. Denn dort, genau hier auf der Karte, befindet sich eben, ja, könnt ihr Tifas Lehrer treffen quasi, der ihr Kampfkunst beibringt. Der steht nämlich hinten links in der Ecke und da gibt es bei ihm einen kleinen Dialog. Wenn ihr jetzt allerdings alles andere schon gemacht habt und später in die Bar dann reingeht, in das Hotel, dann findet dieser Dialog nicht statt. Also lieber erst danach in Tifas Haus gehen, denn dort können wir nämlich auch noch rein, sogar ihren Schrank durchsuchen, was ich natürlich gemacht habe, sieht man aber nichts. Und ja, ich nehme an, der größte Teil von euch hat auch den Schrank durchsucht und da passiert nichts. Ebenso wenig passiert etwas, wenn wir zum Beispiel auch bei Tifa an dem Piano sitzen. Ich weiß, das gab es auch schon im siebten Teil, also ist ja der siebte, aber in dem alten Teil. Und hier kann man jetzt eben Piano spielen und dabei wird man auch bewertet. Ich kann euch sagen, ich habe einige Zeit verbracht und auch den A-Rang erhalten. Dafür bekommt man aber nichts. Ich weiß nicht genau, wie es mit dem S-Rang aussieht, aber beim A-Rang, beim Klavierspielen, erhält man nichts. Und es ist also nicht die Rede wert. Außerdem können wir natürlich noch, wenn wir, sobald Sephiroth sich unserem Team anschließt, Sephiroths Materie einsehen. Da sieht man, was er mal eigentlich benutzt. Ich fand das früher schon ein ziemlich cooles Feature, was wir immer gemacht haben, wenn wir mit Sephiroth unterwegs waren. Auf jeden Fall kann man hier schon sehen, dass er alle Zauber komplett abgegradet ist. Man kann seine Stats einsehen, seine Stufe und so weiter. Eigentlich ziemlich interessant, Freunde. Müsst ihr unbedingt mal machen. Außerdem können wir natürlich schon einiges über Materia lernen und das hier nochmal zu so einem kleinen Kurs. Ihr habt ja einfach immer eine Waffe, ein Reif und quasi ein Schmuckstück, was ihr später noch freischaltet. Und da gibt es verschiedene Materia-Slots. Der große Unterschied dabei ist es einfach, dass ihr Materia kombinieren könnt, also Einzelslots mit Slots, die zusammen verbunden sind. Und somit könnt ihr einfach eure Zauber noch stärker machen oder zum Beispiel kombinieren und daraus einen Alle-Zauber machen, der also alle trifft und nicht nur einzelne Gegner und so weiter.
Dafür wird es aber nochmal einen extra Guide bei mir im Kanal geben, sobald das Spiel raus ist, wie wir am besten Materie benutzen. Was ich auch ziemlich komisch an der Demo fand, war die letzte Szene, wo sie zu viert um Sephiroth herumstehen und keiner von den Buben einfach mal drauf schießt, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Ja, wenn wir durchgezockt haben, dann gibt es sogar noch eine Erkundung in die Juno-Region. Da könnt ihr in ein paar Tagen sogar auch schon starten und eben nochmal ein neues Gebiet erforschen, sobald ihr das durchgezockt habt. Außerdem bekommt ihr natürlich eine Belohnung fürs Hauptspiel, wenn ihr das Game in der Demo durchgezockt habt. Und ja, Freunde, das war es eigentlich schon für die Punkte, die wir finden konnten. Zumindest die Demo ist schon mal sehr vielversprechend. Ganz am Ende gibt es ja dann noch einen kleinen Abspann, der so noch gar nicht draußen war. Den lasse ich euch jetzt so noch mal mitlaufen und wünsche euch dabei viel Spaß. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, wenn das Game rauskommt. Lasst also ein Däumchen hoch da oder auch ein Abo und dann freue ich mich, wenn wir wieder hören. Viel Spaß mit dem Trailer. I'm back now, Aerith. I'm back. I won't say that it was fair. Therefore, we ask that you retrieve it. The Black Materia. Key to our oblivion. You should get yourself a ridden! Well, Red, how do we look? Huh? It's gotta be hiding some ginormous materia! Woohoo! Till the day that we meet again. Don't misunderstand. You'll need a way home. So when you're ready, I'll be here. You said that Sephiroth is your foe. I have a history with him. With all this goddamn blood on my hands, how could I ever hold my daughter again? Those we hate, those we love, those we fear. Jenova would become anyone to fool her prey. Don't do this! But I'm no fool. Here, take it. This isn't about me, though. It's about saving the world, and you. The reunion, when spite and sorrow are harvested to feed the planet.